Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Effekte. Effekte in Devices, in Layer, in Tracks, in Gruppen, in Bussen, in Effect Tracks. Wohin und warum man die ordentlich organisieren sollte und strukturieren sollte, das erzähle ich euch jetzt. Legen wir doch einfach los. So. Wie gesagt, geht es in dieser Folge um Effekte, um hauptsächlich Audioeffekte. Und es geht mir darum, so einen Workflow vorzustellen, den ich für mich ausgedacht habe und der für mich funktioniert. Und dieser Workflow betrachtet die Effekte in zwei Organisationskategorien. Und zwar die einen Effekte sind für das reine Sounddesign, und zwar meistens für Instrumente, für Sounds aus den einzelnen Spuren. Und die andere Kategorie ist Raum und Atmosphäre und beziehungsweise eigentlich ja doch Raum und Atmosphäre, Bühne, wenn man das so sagen möchte. Wobei natürlich gibt es Überschneidungen und Vermischungen da, aber ich versuche die Effekte dementsprechend so zu organisieren, so eine klare Struktur reinzukriegen. Was es dann für das Mixing später wesentlich einfacher macht. Und was natürlich super hilfreich ist, wenn ich so ein Projekt irgendwann mal wieder öffne und ich habe so meine normale Struktur, dass ich dann sofort wieder erkenne oder weiß, wenn ich nach etwas suche, wo ich suchen muss. Und einen kleinen Vorteil hat das auch, wenn man das so strukturiert, wie ich mir das persönlich vorstelle. Jeder hat ja so seine ganz eigene Vorstellung und je nach Projektgröße, was er da machen möchte, ist natürlich auch, dass man auch nicht unnötig CPU verbrät, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Manche Effekte haben ja da einen etwas größeren Bedarf. Dazu zählt zum Beispiel auch, wenn ich von VSTs, also externen Instrumenten, mir Sounds ranziehe, die zum Beispiel auch schon sowas wie Hall und Delay und sowas mitbringen, ist die Frage, ob ich das unter Umständen nicht sogar ausschalte und mit einem Delay oder mit einem Hall versehe, den ich sowieso schon im Projekt drin habe. Kommt natürlich auf den Einzelfall drauf an, aber um zum Beispiel eine gemeinsame Bühne zu schaffen, kann es unter Umständen von Vorteil sein, wenn man solche Effekte, solche externen Effekte ausschaltet, um sämtliche Instrumente quasi auf eine Bühne, auf ein Bild, in eine Atmosphäre, in einen Raum reinzukriegen. Sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, also ich für mich auf jeden Fall, um eben einen Track schön harmonisch in sich harmonisch klingen zu lassen, sodass das die Atmosphäre, der Sound des Tracks stimmt. Ich gehe jetzt einfach mal durch verschiedene Beispiele durch, einfach um nochmal in Erinnerung zu rufen, wo wir überall Effekte rein stecken können. Ich habe jetzt hier mal so eine Spur, die heißt Layer FX, und in dieser Spur ist eine Organ drin. In der FX-Sektion der Organ habe ich einen EQ drin, der mir hier so ein per Audio-Sidechain die Kick so ein bisschen freischaufelt aus der Frequenz. Dann habe ich einen FX-Layer, in dem ich einfach durch ein Tool den Sound so durchschleuse und dann nochmal einen Anteil durch einen Reverb durchschleuse, so dass ich immer den trockenen Sound auf jeden Fall immer drin habe und eben dann noch einen Teil des Reverbs. Dahinter habe ich dann noch in diesem FX-Layer, in diesem Reverb-Chain, habe ich dann noch einen Delay 2 am Start. So, und das Ganze klingt dann nämlich auch noch so. Entschuldigung, dass das so abgehackt klingt. Ich weiß nicht, was mir da gerade die CPU verbrät. kann mal das eine oder andere noch ausmachen. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, dass der ruckelt. Es ist nichts am Start. Musik.
So, das heißt, ich habe hier so ein komplettes Set an Effekten in einem Track in verschiedenen Layern drin und das habe ich alles da drin. So, eine zweite Geschichte wäre dann, wenn ich hier alles nur in den Track reinschmeiße und gar nichts ins Instrument. Das ist hier wieder so ein ähnlicher Aufbau, auch wieder so dieser EQ, der mir die tiefen Frequenzen ein bisschen für die Kick freiräumt, ein Delay und diesmal der Reverb hinten dran. Und der klingt dann so. So, das heißt, hier habe ich alle Effekte einfach nur in den Track reingetan und für mich gehört sowas am ehesten zu dem Bereich Sounddesign. Das heißt, ich forme auch mit dem Echo und allem drum und dran diesen Sound und der steht für sich alleine. So, wenn ich jetzt einfach mal weitergehe, das hier deaktiviere und mir einfach mal den nächsten hier rannehme, beziehungsweise noch nicht, weil ich kann ja, na, wieso kann ich den nicht auswählen? Den kann ich doch auswählen, so. Ich kann ja zum Beispiel in den Bus hier oben rein, in den Group FX, kann ich ja auch nochmal zum Beispiel einen EQ reintun und nochmal zum Beispiel einen Kompressor. Das heißt, ich kann den Bus nochmal selber für die Spuren, die ich unterhalb des Bus versammle, summiere, kann ich nochmal entsprechende Effekte reintun. So, jetzt kann ich das Ganze deaktivieren und dann habe ich hier einen BusFX. In diesem BusFX habe ich jetzt einfach nochmal einen Polymer drin und auch einen Rhythmus drin und eigentlich will ich das aktivieren. So. Und bei dem Polymer habe ich jetzt einfach Folgendes gemacht. Ich habe hier drei Effektspuren hier unten definiert und schicke jetzt Teile des Polymers hier in die verschiedenen Effektspuren rein. Ich habe hier einmal eine Effektspur mit einem Saturator drin, der hier. Und dann habe ich eine Spur mit einem Reverb und eine Spur mit einem Delay 2. Und den Polymer schicke ich da jetzt einfach durch. Das heißt, mit dem Reverb und dem Delay 2 zum Beispiel oder halt auch mit dem Saturator, da könnte ich jetzt Anteile von anderen Spuren auch mal nochmal mit durchschicken und müsste jetzt nicht in jedem einzelnen Track oder an jedem einzelnen Instrument nochmal einen Saturator, einen Reverb, einen Delay 2 rantun, sondern ich habe das einfach zentral da und das Ganze klingt dann so. Und das ist erstmal so ganz grob dieser Aufbau von, was wir an Effekten reinschmeißen können. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich das hier oben mal wieder aufmache, ich kann innerhalb des Instrumentes, kann ich in dem FX Effekte reintun. Ich kann in die Chain, in die Device Chain, in die Device Kette kann ich Effekte reinschmeißen, die auch nochmal mit einem FX Layer verbinden und verschmelzen. Ich kann das Ganze nur in dem Track machen, alles hintereinander. Ich kann es im Summenbus, im Gruppensummenbus nochmal machen für sämtliche Effekte, sämtliche Spuren, die ich unterhalb dieses Busses habe. Und ich kann natürlich dann auch Effekte gemeinsam benutzen über die Effektspuren. Im Prinzip eine ganz, ganz einfache Sache. Wie gesagt, soweit man Dinge vereinfachen kann, soweit man Effekte vereinfachen kann oder gemeinsam nutzen kann, bin ich dazu übergegangen, die auch gemeinsam zu nutzen. Macht vieles, vieles einfacher, finde ich. Eine kleine Sache, die es halt dann nicht so einfach macht unter Umständen, ist, wenn man dann Tracks bounced und Stems erstellt. Normal, wenn ich jetzt hier in einem Track einen Teil oder eine gesamte Spur bounce, habe ich dann natürlich nur, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Polymer nehme, wo ich alles in die Busse hier reinschiebe, habe ich halt hier nur das trockene Signal. Musik.
Das heißt, solange ich hier in meinem Projekt bleibe, ist das alles cool, weil ich habe hier unten immer noch meine Spuren am Start. So, also meine Effektspuren am Start, die ich dann auch höre, wenn ich das so abspiele. So. Wenn ich natürlich jetzt Stems für woanders herstelle und sage, ich möchte jetzt einfach bei der Spur auch die entsprechenden Effekte mit dabei haben. Und ich habe jetzt einfach diese Spur in drei verschiedene andere Effektspuren reingetan, müsste ich jetzt theoretisch drei, vier verschiedene Spuren reinziehen. Einmal das trockene Signal und dann noch dreimal die verschiedenen Spuren. Oder ich kann das auch machen, dass ich sage, okay, ich brauche hier nicht drei verschiedene Effekte für eine und dieselbe Spur. Ich gehe einfach auf die Masterspur und definiere mir den Bereich oder doch definiere mir den Bereich hier unten. Hab hier dann die Spur hier ausgewählt. Und dadurch, dass ich hier nicht Mute drücke, geht das Signal hier durch. Wenn ich jetzt nochmal kurz spielen lasse, sieht man das hier an den Ausschlägen. Das heißt, in der Masterspur kommt das trockene Signal inklusive der Effektspursignale an. Wenn ich das nicht möchte, kann ich entweder direkt hier oben bouncen, rechter Mausklick und bouncen. Oder wenn ich das hier auch auf der Masterspur mache, kann ich hier die Mute-Taste drücken und dann habe ich auch nur das trockene Signal. Weiß zwar nicht, warum man das machen sollte, wenn man direkt hier oben bouncen kann, dass man das jetzt doch in der Masterspur macht, aber okay. So, wenn ich jetzt hier in der Masterspur mir den Bereich hier auswähle und sage dann zum Beispiel hier Bounce in Place, dann bekomme ich hier diese Polymerspur mit den drei Effekten unten in der Masterspur. Und kann mir dann diese Spur oder diesen Clip als Clip mit Effekten wegspeichern. Oder ich packe den jetzt zum Beispiel mal hier als eigene, warum er jetzt ein Hybrid macht, ist mir ein Rätsel, aber okay. Und da sind jetzt eben auch die Effekte mit drin. Also das muss man einfach dann beachten, je nachdem, wie man das organisiert, dass das mit dem Bouncen unter Umständen einen Ticken anders läuft. Aber dafür hat man einfach ein sehr, sehr sauber strukturiertes Projekt. Und in der Masterspur zu bouncen hat irgendwie auch ein bisschen was von Organisation. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. So. Eine kleine Sache noch jetzt, wo wir durch die ganzen, weil das war es im Prinzip eigentlich schon, weil wir durch die ganzen Audioeffekte durchgegangen sind. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel, wo habe ich das? Das ist, glaube ich, das da oben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so eine Spur habe, wie diese Layer FX, machen wir den hier mal stumm und den schalte ich jetzt einfach mal an. So, der hat im Moment keine Daten hier drin. So, und ich habe in dem Layer FX, habe ich zum Beispiel noch in dem Noten FX einen Arpeggiator und einen Micro Pitch drin. Und deshalb klingt das auch so ein bisschen extra schräg, was ich hier gemacht habe. So, das heißt, ich habe hier Noten drin, die werden hier durchgejagt durch den Arpeggiator, den Micropitch und verändert. Das heißt, das, was ich hier stehen habe, das wird original nicht so gespielt, sondern eben auch nochmal verändert. Und wenn ich jetzt mit jemand anderem einen Track produziere und der hat zum Beispiel keinen Bitwig und kann deshalb auch nicht den Arpeggiator benutzen oder ich möchte das einfach gleich so als MIDI-Track abspeichern, dass ich zum Beispiel den Arpeggiator und den Micropitch nicht nochmal extra reinziehen muss, sondern im Prinzip einfach nur meine
meine Orgen und dann vielleicht noch, was hatte ich hier hinten noch dran, einen Reverb und einen Delay, genau, wobei ich in dem Fall dann den Reverb hier und den Delay hier benutzen würde, das heißt, ich brauche den da nicht mehr. Und jetzt stehe ich vor dem Problem, okay, ich will hier die Noten bekommen, die ich hier auch verändere mit Arpeggiator und Micropitch. Und da gehe ich dann folgendermaßen hin, ich kann mir ja normalerweise definieren, ich habe hier die Orgen, hier ist das Layer FX, wo ich das herhaben möchte, und jetzt gehe ich in meinen Input und sage hier, gib mir Layer FX zum Beispiel. Wenn ich das mache, von der Logik her, würde ich jetzt vermuten, dass ich das kriege, kriege ich aber nicht. Ich kriege nur eine Kopie von dem hier oben. Was ich machen muss, und dazu ist es wichtig, einfach den Aufbau zu kapieren. Layer FX ist im Prinzip der Anfang, also dieser Clip, das ist Layer FX im Endeffekt. Das heißt, die MIDI-Noten, die in diesem Clip drinne stehen. Und dann geht das ja weiter. Die MIDI-Noten gehen ja hier in das Device rein und werden dann von Arpeggiator Micropitch in diesem NoteFX-Layer verarbeitet. Das heißt, wenn ich die Noten haben möchte, muss ich hier nicht Layer FX auswählen. Sondern NoteFX Layer. Das ist jetzt ein bisschen blöd von der Benamung, aber ich zeige es jetzt nochmal. Und zwar dieses Device hier, das muss ich auswählen. Weil dieses Device schmeißt mir nämlich die veränderten Noten raus. Quasi als letzte notenverändernde oder MIDI-notenverändernde Instanz. Und wenn ich das mache und habe das jetzt hier ausgewählt und drücke hier jetzt auf Record, passiert dann Folgendes. So, dann habe ich in dem Track zusätzliche Noten, die zwei zum Beispiel, die hier oben nicht da sind. Die kommen vom Arpeggiator und wenn ich hier dann auch nochmal reinschaue an sich und mir diese Micropitches angucke, sehe ich, dass es da auch nochmal Veränderungen gab mit dem Micropitch hier unten. Das heißt, so kann ich die MIDI-Noten aufnehmen, die ich hier in diesem Layer hier oder in dieser Spur hier erzeuge, kann dann den MIDI-Clip abspeichern, kann ihn verschicken oder halt eben sicher sein, dass ich das später in irgendeiner Form auch wieder verwenden kann, weil ich einfach direkt die Noten habe. Ich könnte jetzt einfach statt eine Orgel oder statt Bitwig irgendwie was anderes nehmen. Gibt nicht viel neben Bitwig, aber ihr wisst, was ich meine. So, das war's auch schon wieder. Kurz und knackig, oder? Ja, mehr oder minder nicht ganz. Aber trotzdem, mir war es einfach nur wichtig, mal so meine Überlegungen zu dem Workflow, wo und wie ich Effekte organisiere, dass ich sie eben in Sounddesign und eben Raumdesign oder für das Mixing unterteile und sie entsprechend dann auch einsetze und versuche halt, diese Audioeffekte so viel es geht gemeinsam zu nutzen, um eben diesen gemeinsamen Raum auch erstellen zu können. Viele erzählen ja immer, wenn sie einen bestimmten Kompressor nehmen, dass sie den Mix gluen, quasi einen Glue-Prozessor nehmen, alles so zusammenschweißen, zusammenleimen, Effekte machen, sowas auch. Und wenn ich ganz viele verschiedene Effekte habe, schaffe ich auch ganz viele verschiedene Räume. Und ich sollte meiner Meinung nach versuchen, einen gemeinsamen Raum mindestens haben, den ich eben über die Effekt-Tracks hier mache, so dass ich alle Instrumente da drin verbinden, wenn ich möchte, dass sich der Track auch anhört, als würde er in einem Raum stattfinden. Muss nicht unbedingt, aber so in den meisten Tracks, die ich mir so vorstelle, finden die Instrumente so im gleichen Raum statt. Gut, wunderbar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt irgendwas davon mitnehmen können.
Mich würde es interessieren, wie ihr eure Effekte organisiert, ob ihr es überhaupt organisiert und sagt, hey, komm, schmeiß drauf, ich habe so viel Rechenpower, da ist mir das völlig egal. Ich habe auch immer den Mix im Griff, egal was für ein Effekt da schief schießt, beziehungsweise mir doch egal, wenn der Effekt nach hinten losgeht oder wenn der irgendwie völlig unhaltbare Sachen produziert. Das ist Kunst, das muss so und darauf baue ich. Das kann ja auch alles sein. Aber mich würde es einfach interessieren, wie macht ihr das? Habt ihr da irgendeinen Plan oder macht ihr das eher intuitiv? Oder sucht ihr noch nach einem Workflow, wie das am besten ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Mich interessiert das wirklich sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke gedrückt habt, einen Daumen da gelassen habt. Okay, das mit dem Daumen müsst ihr nicht. Hilft mir aber auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.